Hallo, ich bin Fridolin und ich zeige euch heute meine Top 3 der aktivierenden Pausen. Das sind kleine Übungen, die ihr eigentlich in jedem Jahrgang immer einsetzen könnt, wenn es im Unterricht mal ein bisschen stressiger wird. Eure SchülerInnen fördern damit ihre koordinativen Fähigkeiten und sie haben einfach eine kleine Abwechslung, um danach wieder besser in den Unterricht zu starten. Wir starten mit Übung 1. Dafür nehmt ihr beide Arme nach oben. Und ihr fangt mit der rechten Hand an, beziehungsweise mit dem rechten Arm und kreist ihn nach vorne. Dann nehmen wir den linken Arm und kreisen ihn nach hinten. Und dann, vielleicht habt ihr es euch schon gedacht, jetzt machen wir beides gleichzeitig. Das könnt ihr jetzt noch tauschen. Wir machen aber weiter mit Übung 2. Dafür haben wir einmal den Hasen und den Jäger. Und der Hase springt immer weg, wenn der Jäger ihn fangen möchte. Versucht das doch mal. Wir machen weiter mit Übung 3. Wir starten mit einfachen Hampelmännern, wollen aber die Rhythmisierungsfähigkeit trainieren und nehmen die Arme nach vorne. Und wer das schon kann, kann sie auch nach hinten machen. Ich hoffe, die Übungen haben euch Spaß gemacht.